Jetzt saß Plotek wieder mal im Boot munter und wartete. Wie so oft. Wie immer. Er saß in letzter Zeit immer öfter und immer früher in seiner Lieblingsgaststätte in München, im Stadtteil Neuhausen, am Tresen vor einem vollen Weißbierglas mit einer Schaumkrone wie gemalt. Und wartete. Obwohl das auch nicht ganz richtig ist. Von Warten konnte bei Plotek eigentlich keine Rede sein. Noch nie. Plotek wartete eigentlich nicht. Er sah zwar so aus, war aber nicht so. Plotek saß nur da, schaute vor sich hin und trank in regelmäßigen Abständen einen Schluck Bier. Bis das Bier leer war. Dann bestellte er bei Suse ein neues, schaute wieder vor sich hin und trank. So ging das eine ganze Weile, bis Plotek so viel getrunken hatte, dass er ziemlich voll war. Dann wankte er nach Hause, gleich um die Ecke, legte sich ins Bett, schlief bis zum Mittag und setzte sich anschließend wieder im Frontmunter an den Dresden. So war das die letzten Monate gegangen. Seitdem es mit Agnes nicht mehr so lief, wie es einmal gelaufen war. Seit es mit ihm nicht mehr so lief, wie es einmal gelaufen war. Seit er quasi neben sich selbst herlief. Oder besser stand. Wie ein Verkehrsschild an einer zugigen Kreuzung in der bayerischen Landeshauptstadt. Etwa in der Nähe des Luise-Kissenbach-Platzes. Bei Regen, in der Nacht, am Tag, immer. Ein gelbes Verkehrsschild mit einem schwarzen Känguru darauf. Darunter ein viereckiges Schild, Next 20 Years oder Up to Death. Als wäre Bayern Australien, der Luise-Kissenbach-Platz ein Teil des Royal Nationalparks. Ein Verkehrsschild mit einer Kuh darauf hätte es auch getan. Als wäre die Weltstadt mit Herz ein verregnetes Kuhdorf und Plotek die lächerliche Karikatur seiner selbst. Ein Häufchen Elend mit großen Durst und jeden Abend einem Rausch. Wobei das mit zunehmender Zeit auch immer schwerer wurde. Je länger Plotek trank, umso mehr Alkohol brauchte er, um betrunken zu werden. Schließlich standen um den ganzen Bierdeckel herum Kugelschreiberstriche, die aussahen wie kleine Ausrufezeichen. Wie Känguruschwänze, die Susi am Ende zusammenzählte und in das Schuldenbüchlein in der Schublade schrieb. Apropos. Stünde Plotek als Schild mit Kuh nicht am Luise-Kisselbach-Platz, sondern, sagen wir mal, in Indien, wo ein Sechstel der Weltbevölkerung und ein Zehntel der Kühe leben, wäre der Luise-Kisselbach-Platz also in Kalkutta, dann hätte das Plotek-Schild und auch Plotek wieder einen Sinn. Oder mehr Sinn. Die Karikatur wäre des Lächerlichen beraubt. Das Elend wäre kein Elend, sondern bestimmt. Nur der Durst bliebe Durst.